Jo Leute, was geht? Wir machen heute in diesem Part die Arena von Herzhofen. Und ja, Aufnahmezeit ist 20.27 Uhr, deswegen ist es wieder ein bisschen dunkel. So, wo ist denn die Arena jetzt eigentlich? Ich kenne mich, wie gesagt, in dieser Stadt nicht so besonders aus. Ah, hier ist sie ja schon, okay. Das Schild haben wir uns ja schon angeschaut, von daher müssen wir uns das jetzt nicht nochmal anschauen. So, und was ist hier los? Hey, hallo, wie läuft es denn so, Trainer? Ja, ganz gut. Du wirst doch sicher die Arenaleiterin herausfordern, habe ich recht? Natürlich. Tja, so leid es mir tut, aber das ist im Moment nicht möglich. Warum nicht? Du fragst, warum? Die Antwort ist, sie ist nicht hier. Mach Ausreden! Komm später nochmal wieder, okay? Ich warte so lange hier. Wo ist denn die? Das reicht mir, das will ich jetzt nicht so auf mich... Verdammt. Hä, ich dachte, wir machen jetzt in diesem Part die Arena und gut ist. Aber wo ist die? Verdammt, wo ist die? Ich weiß es jetzt selber ehrlich gesagt nicht, wo die sein könnte. Was macht die denn? Wo ist die? Ich check's nicht. Naja gut, dann machen wir in diesem Part nicht die Arena. Oder vielleicht erst am Ende des Parts, wenn wir Glück haben. So, weil die Arenaleiterin eine Pussy ist. So einfach, lässt sich's erklären. Ach, was willst du denn? Mach's jetzt bitte nicht noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Tada! Hast mich schon warten lassen, Kevin. Wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Wir finden es sofort heraus. Hey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Ach, kein Jammern und Zögern. Und los geht's. Ach, leck mich doch. Wie gern würde ich jetzt ihn mit einer Pistole abknallen, ey. Ich will gegen die Arenaleiterin kämpfen und nicht gegen dich. Scheißenbrech. Na gut, wenn er nochmal verlieren will, kann er es gerne haben. Mit einem Stahl Level 19 kommt er dann nicht weiter. Gut, ich greife ihn an mit... Mit was will ich denn anfangen? Nehmen wir mal Delegator. Notsituation. Na, so viel wird das nicht abziehen, die KP sind ungefähr gleich, ja. Gefährlich wird die Attacke jedoch, wenn Staralili geschwächt wird. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich taktiere jetzt ein bisschen mit Hypnose. Ach, Doppelteam, es geht unsere Attacke viel leicht daneben, wenn wir Pech haben. Ja. Alles klar, dann versuche ich ihn zu verwirren. Konfu-Stahl ist ein bisschen genauer als Hypnose und die müsste eigentlich treffen. Ja. Gut, dass die Attacke getroffen hat. Jetzt können wir uns ein bisschen verschanzen und darauf hoffen, dass die Hypnose vielleicht trifft, damit er uns nicht mehr angreifen kann. Und er verletzt sich selber, sehr schön. Damit verschwendet er seinen Angriff. Ah, aber unsere Hypnose geht daneben. Vielleicht sollte ich doch besser mit einer Sonnensensor-Attacke angreifen, weil die Hypnose doch jetzt sehr ungenau ist. Ich greife jetzt an mit Sonnensensor. Na super, die Verwirrung hält nur für einen Zug lang. Tja, der Delegator steckt jeden Schaden ein. Und jetzt kommen wir zum Gegenangriff. Und das Sägesang heilt ein paar KP von unserem Pokémon. Oh ja, ich kann auch fies sein. Ja, du hast mich schon herausgefordert. Das allein war schon das Fieseste, was du jemals gemacht hast. So, jetzt wirst du dich wahrscheinlich heilen, glaube ich. Ich kontrolliere mal meine Items. Einfach mal so. Okay, ah, warte, ich wollte meine Basis-Items anschauen während des Kampfes? Nein. Leider nicht, schade. Gut, dann Sonnensensor. Ich wollte nämlich schauen, ob ein Pokémon von mir noch den EP-Teiler trägt. Oder ob wir den, vergessen haben, eins unserer Pokémon zu geben. Ja, das war's für dich, Staralili. Jetzt hättest du vielleicht, Ding benutzen sollen. Notsituation, das wäre vielleicht gemein. Naja, gut, dass er es nicht gemacht hat. Wir kriegen wieder ein paar KP. Ein Ponyta! Oh, das will ich nicht töten. Ich will es echt nicht töten. Aber ich muss es töten. Ich mach's ganz sanft. Waterloo. Es ist leider der Delegator unseres Bronzes wieder weg. Aber das macht nichts. Gut, ja, mach es ganz
Ganz sanft, ja, ohne viel Schmerzen. So, Blubstrahl. Ach, das ist gemein, dass der einen Ponita hat. Da muss ich mich immer, ja, da muss ich immer traurig sein, wenn ich es töte. Naja, gut, das war's für Ponita. Rest in peace. Was? Chel-Charain. Oh Gott. Das ist die Entwicklung von seinem Starter, glaube ich. Da wechsle ich zu einem Vogeltyp. Also los, Kampffalke. Mit einer Flugattacke müssten wir dieses entwickelte Pokémon leicht schlagen können. Also ich greife es dann mit Flügelschlag. Die Attacke ist sehr effektiv und müsste ihn eigentlich one-hitten. Okay. Es wurde leider nicht one-hitted, aber es scheint eine hohe Verteidigung zu haben. Weil es ja einer Schildkröte ähnelt, vermute ich mal. Oder einem Dinosaurier, eher einem Dinosaurier. Welche Art von Dinosaurier kann ich euch leider nicht sagen. Früher war ich ein Dinosaurier-Profi. Aus dem Grund, weil es früher so Memory-Karten in der Mickey Mouse gab. Und die habe ich gesammelt und so kannte ich viele Dinosaurierarten. Stegosaurus zum Beispiel. Oder Triceratops. Das ist dieser. Ja, dieser ganz große da mit diesen. Wie soll ich sagen? Oder verwechsel ich den Triceratops das mit dem Stegosaurier? Egal, nicht so wichtig. Barmelin? Er hat ein Wasser-Pokémon in seinem Team, okay. Müsste auch zu schlagen sein mit einem Flügelschlag. Irgendwie kommt es mir vor, dass die Rivalen aus den neueren Generationen viel schwächer sind als die in den älteren. Wenn man diesen Trainer jetzt mit Blau vergleicht aus der ersten Generation, ist das schon erbärmlich. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Ah, du hast mein Team schon wieder besiegt. Du findest doch absichtlich, dass ich der größte Trainer der Welt werde. Nein, Unsinn, ich muss einfach mehr trainieren. Und dann eines Tages, genau, als nächstes gehe ich zur Schleide Arena. Bis dann, Kevin. Du wirst dich wundern, wie stark ich bei unserem nächsten Treffen sein werde. Ist die Arena jetzt offen? Ist die jetzt wieder da? Schauen wir mal schnell vorbei. Vielleicht hat der Kampf gegen Balz irgendwas ausgelöst oder sowas. Bitte, Arena-Leiterin, sei wieder da. Ich bin auch nicht böse auf dich. Nein, sie ist immer noch nicht da. Ich bin immer noch böse auf sie, verdammt. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen... Ach, egal, das habe ich schon mal erwähnt. Ah, na gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch etwas machen, damit wir gegen die kämpfen können. Seufzt. Ich würde die locker fertig machen. Als ob das irgendwas ändern würde, wenn ich mich irgendwie beweisen müsste oder so. Ich hatte was im letzten Part davon was gesagt, dass wir ihr nicht würdig sind und so ein Zeug. Quatsch, sie ist mir nicht würdig. Ich meine, warum versteckt sie sich sonst, ne? Diese Schlampe. Naja. Also gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich gehe mal dort lang. Ah ja, die Reporter sind weg, sehr gut. Oder die Wanderer. Sind eigentlich die Reporter jetzt weg? Die Wanderer sind ja schon weg, aber da müssten die Reporter doch vielleicht auch weg sein. Schauen wir mal nach, ob die Reporter weg sind. Nein, die sind noch da. Verdammt, wie lange dauert denn das Interview? Das wird ja eine Reportage und kein Interview mehr. Naja. Gut, dann müssen wir jetzt dann nach Osten. Nach Süden können wir dann nicht, weil die hier eine Reportage drehen. Oder vielleicht sogar eine Doku, die noch länger dauert. Als eine Reportage. Da vorne steht eine zerborstene Steinsäule. Was da wohl ist? Ich bin ja so neugierig. Das ist eine Steinsäule. Da ist nichts drin. Ach verdammt, ich dachte, ihr kämpft jetzt gegen die Arena-Leiterin. Tut mir leid, dass ich euch im letzten Part nicht die Wahrheit gesagt habe. Aber ich kenne das Spiel, wie gesagt, selber nicht. Naja. Vielleicht haben wir noch Glück und kämpfen vielleicht noch in diesem Part gegen sie, aber ich bezweifle es eher. Naja, lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ich habe sie besser trainiert als du. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
So, Nils. Oh nein, es ist vorbei. Der Gegner benutzt ein Mobile. Schade, dass unser Pokémon keine Stahlattacke gerade kann. Denn Stahlattacken wären sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon. Naja, dann greife ich es eben an mit Sondersensor. Denn das ist leider unsere einzige Angriffsattacke. Du schreckst zurück. Sehr gut. Dann musst du mich nicht mehr angreifen. So, das war's für dich, du Baby-Pokémon. Irgendwie barbarisch. Wir töten hier keine Babys. Naja, das ist Pokémon. Kleine Babys töten ist okay. Aber wenn es darum geht, Brüste zu zeigen in einer TV-Serie, künstliche Brüste, dann ist es nicht mehr okay. Er macht mein Pokémon nass. Das bringt fast gar nichts. Na gut, das bringt eigentlich gar nichts, ne? Ist Knospi schon Gifttyp? Ja, es ist schon Gifttyp. Die Attacke war gerade sehr effektiv, okay. Was? Kein One-Hit-Kill! Na gut, unser Pokémon hat nicht den höchsten Spezialangriff. Er spielt eher auf Verteidigung. Daher war es kein One-Hit-Kill. Auch wenn es 7 Level mehr hat als das gegnerische Pokémon. Das hat dieses Knospi nicht One-Hitten können. Gut, das war's für Knospi. Noch irgendwelche Babyviecher. Segesein halt unser Pokémon wieder. Und ein Pichu, ein weiteres Baby-Pokémon. Oh verdammt, nur Baby-Pokémons hier, unglaublich. Er kämpft mit den Pokémon, die er züchtet. Okay, Pichu, die Vorentwicklung von Pikachu. Seufzt, Scham bringt dir gar nichts. Mein Pokémon greift weder mit Angriff noch mit was anderem an. Außer mit später Zahnangriff vielleicht. Und One-Hit-Kill! Gegen Baby-Pokémon müsst ihr doch einen One-Hit-Kill schaffen, oder? Nein! Verdammt! Bitterkuss, mein Pokémon ist verwirrt. Mensch, jetzt lässt du dich aber. Da, jetzt hast du keinen Bock mehr, die zu töten, nicht wahr? Ah, doch, 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 er hat gerade angegriffen. Das ist doch schon mal gut. Er zögert den Kampf heraus, weil er gerne gegen Babys kämpft. Was für eine Pussy, naja. Sehr gut, deine Pokémon sind in einem tadellosen Zustand. Pff. Keine große Sache. Ich töte Babys jeden Tag. Nein, natürlich nicht. Ich werde jetzt so. Jetzt sind da ein paar von euch schon zusammengebrochen. Was? Er tötet Babys jeden Tag? Natürlich töte ich Babys jeden Tag. Das ist mein Beruf. Ich töte Babys. Ich bin Koni. Ich bin eine schlimmere Version von Koni. Ein Nebulak. Schön, dass wir mal einen Geist-Pokémon begegnen. Und fast das Leib. Das war ein One-Hit-Kill, ausnahmsweise mal. Und Segesagen, heile ein paar KP. Nur 4 KP. Naja gut, immer besser als nichts. Man muss immer positiv denken. Positiv denken. Einfach positiv denken. So. Spezialangriff 22 und ja, sonst eigentlich nur Verteidigung als höchsten Wert. Und KP sind normal, soweit ich. Das weiß, oder? Ich glaube es einfach mal, dass die normal sind von den Werten her. Und hier finden wir Honig. Items finden wir hier keine, zumindest keine versteckten Items. Hier vielleicht. Nee, sieht schlecht aus. Na gut, dann. Verdammt! Ein weiteres Nebulak. Unser Bronze hat inzwischen die 20er Grenze überschritten. Was uns jetzt erlaubt, laut meiner eigenen Regel, dass wir fliehen können, wenn uns dieses Nebulak fliehen lassen würde. Okay, jetzt muss ich kämpfen, er hat Horrorblick benutzt. Ich kann nämlich jetzt nicht fliehen. Ah, scheiße. Na gut, dann sterb.
Ja, jetzt stirbt er garantiert, denn jetzt muss es nicht mal mehr ein Wanted-Kill sein, um dieses Nebulak zu töten. Er hat sich ja bereits selber schon ein bisschen gesuicidet. Alles klar. Und wieder ein paar gratis KP für unser Bronzel. Gut, jetzt will ich nicht, dass noch ein Pokémon auftaucht. Das wäre ziemlich uncool. Okay. Gut, hier ist ein Angler. Der sucht wahrscheinlich nach Fische. Ist ja auch logisch, ne? Angler suchen wahrscheinlich nicht nach Stiefeln oder so ein Zeug. Eine Porphyrangel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Schätze schon. Da sind wir ja der gleichen Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Kevin erhält Profi-Angel. Jetzt bin ich der Profi des Angelns. Hol mir du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Oh, soll ich dir erklären, wie man diese Angel verwendet? Nein! Jetzt erklärt das mir doch. Nein, tut er nicht, okay. Gut, angeln wir mal ein bisschen mit der neuen Profi-Angel, einfach mal so zur Demonstration. Ich hoffe, dabei ist was Gutes an. Kyogre, Level 100. Ja, das ist ein Kyogre Level 100. Ich bin begeistert. Fangen wir dieses Kyogre Level 100 doch mal ein. Nein. Ach, was? Ein Carpenter, das uns nicht fliehen lässt? Bist du lebensmüde? Bist du lebensmüde? Willst du mich echt nicht fliehen lassen? Ich glaube, das liegt am Initiativwert, dass ein Pokémon ein anderes Pokémon nicht fliehen lassen möchte. Na gut, du bist aber aus. Wenn du mich nicht fliehen lässt, dann muss ich eben dich gegen dich kämpfen. Und ich werde dich qualvoll sterben lassen. So qualvoll wie die Babys. Spüre den Schmerz. Okay, Schmerz vorbei. Ja, immerhin haben wir wieder ein paar gratis KP bekommen. Und auch ein paar gratis EP. Okay, da ist ein Trainer. Boah, der wäre fast in meinen. Habt ihr das gesehen? Boah Gott, der hätte mich fast erwischt. Mein Gott! Unglaublich. Naja, gut, hier sind Zwillinge. Hier ist nichts außer. Ah, hier sind Bären. Das müssten Sinelbären, glaube ich, sein. Ich bin mir nicht sicher. Sinelbären könnten auch anders aussehen. Ja, das sind Maronenbären. Die heilen Schlaf, soweit ich weiß. Und was sind das für Bären? Yonago-Bäre. Da kann ich nicht sagen, was das heilt. Wahrscheinlich Brand oder Eis, ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht auch gar nichts. Wie gesagt, keine Ahnung. So, komm. Komm zu mir! Ich stehe einfach so rum. Hey, willst du dich kämpfen? Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Ja, ich sehe das. Wir haben zwar noch nicht ganz morgen. Bis morgen dauert es noch 6-7 Stunden, aber gut. Na, 6-7 Stunden vielleicht nicht, aber. Morgen ist ja 6, ne? Jetzt haben wir 20.45 Uhr. Runden wir mal auf 9. 9 bis 24, ja, 9 Stunden ist morgen. Und jetzt werde ich von zwei Zwillingen auseinandergenommen, wie sie mir drohen. Ah, Babyviecher! Was soll denn der Mist? Na gut, dann töten wir ein paar Babys in diesem Part. Sondersensor auf. Verdammt, nein. Hypnose auf Pantimimi. Und Blubstrahl auf Mobile. Mobile wird den Angriff nicht überleben, das kann ich schon mal sicher sagen. Und ob Pantimimi schläft, kann ich auch nicht sagen, denn auf Hypnose ist nicht eine besonders hohe Genauigkeit. Level 27 für Waterloo. Und Pantimimi klaut die Blubstrahl von meinem Pokémon. Mein Stuhl ist aber schnell. So, und es geht pennen.
Gut, und jetzt, Sondersensor und Blubstrahl. Ob Pantini das überleben wird, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht, denn unser Pokémon hat 8 Level mehr. Was? Es hat überlebt, oh Gott. Na gut, dann wird es diesen Angriff vielleicht nicht überleben. Die Attacke ist zwar nicht effektiv. Und unser Pokémon hat nicht einen hohen Angriffswert, aber ja, das war's auch schon. Wieder ein paar gratis KP. Nein! Oh, hier ist ein Pikachu, ein wildes Pikachu. So, das fangen wir gleich ein. Bloß zunächst sammle ich hier dieses Item, was da oben ist. So, hier, X-Treffer. Können wir benutzen, wenn eins unserer Pokémon eine Genauigkeit verloren hat oder der Gegner Doppelteam oder sowas benutzt, dann können wir X-Treffer benutzen. Eines der nützlicheren X-Items. So, Pikachu, ich werde dich jetzt einfangen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Oh, es kann sprechen. Entsprechendes Pikachu. Oh, das ist ja noch besser als Mauzi. Oh, verdammt, es ist nur ein Pokékind. Okay. Ja, wer hätte es gedacht? Sie benutzt ein Pikachu. Alles klar, ich greife es natürlich an mit Sondersensor. Ich glaube, bei Pikachu muss man nicht groß taktieren. Oder vielleicht doch Doppelteam. Jetzt könnten wir theoretisch den X-Treffer benutzen, den wir gerade gesammelt haben. Aber vielleicht muss ich das gar nicht. Vielleicht schaffen wir es ja auch, ohne dass wir die Genauigkeit wieder erhöhen müssen. Und? Ah ja, das ist das Sägesang, genau. Gut, Ruckzuckhieb zieht nicht so viel ab. Denn die Attacke ist nicht effektiv gegen ein Stahl-Pokémon wie unser Bronze. Und das müsste es gewesen sein. Wieder ein paar Gratis-KP durch Sägesang. Ist leider ein bisschen nervig. Aber man kriegt Gratis-KP. Ich bin so wütend! So, hier oben ist noch... Oh Gott. Oh, war das ein Trainer? Ich meine, wir waren ganz kurz in seinem Sichtfeld. Nein, es ist kein Trainer. Als ich neu joggen war, hat mich ein wildes Pokémon gejagt. Aha. Ich sage dir, ich hatte solche Angst, dass ich meine bisherige Bestzeit weit unterboten habe. Mhm. Interessant. Ah, hier ist eine Trainerin. Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Wer hätte es gedacht? Auf wäre ich ja nie gekommen. Ich meine, warum sonst hältst du mich jetzt so auf? Oh Gott, drei Pokémon, das dauert. Wieder ein Babyviech. Oh. Es gibt nichts Unmännlicheres, als Babys zu schlagen. Doch, Frauen schlagen. Sondersensor. Babys können sich ja noch wehren, ne? Ich meine, die schreien ja. Aber Frauen rufen gleich die Polizei. Nein, nichts gegen Frauen natürlich, ne? Und so, das ist natürlich alles jetzt gerade nur schwarzer Humor oder so, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Hoffe ich zumindest. Ne? Ihr habt mich verstanden, ihr Frauen da draußen. Das ist gerade meine Faust, ne? Nicht, dass ihr was denkt, dass es was anderes ist. So, Frau Löwe, wenn wir schon über das Thema Frauen reden, machen wir mal ein bisschen Frauencatchen hier. So, ich greife jetzt an mit einem Funkensprung. Was komisch ist, Pantimimi wird ja zu einem Pantimos. Und der englische Name für Pantimos heißt Mr. Mime. Ne? Mr. Mime. Aber dieses Pantimimi ist weiblich. Wie würde es dann aussehen, wenn es sich entwickeln würde? Würde es dann Mrs. Mime heißen oder würde es dann Mr. Mime heißen, obwohl es ein weibliches Pokémon ist? Oder würde es zu einem komplett anderen Pokémon, zu Rosana vielleicht? Interessante Theorie.
Ist Pantimimis Entwicklung Rosana? Nein. Rosanas Vorentwicklung ist der Cosilla. Aber was ist, wenn es ein männliches Cosilla gibt? Ach, das ist so... Oh Gott, das ist wieder so eine Theorie. Jetzt tue ich mir so Pokémon-Theorien ausdenken. Ähnlich wie die Gengar ist ein totes Pixie-Theorie oder was weiß ich, ist noch, was es noch für Theorien gibt. Na, Knospi schon wieder. Langsam habe ich keine Lust mehr, gegen Babys zu kämpfen. Das macht auch nicht... Das macht auch, keinen Spaß zuzuschauen, glaube ich. Oder was meint ihr? Ich meine, wer schaut schon gerne zu, wenn Babys getötet werden? So, Flügelschlag. Was macht denn da draußen so? Da klappt's gerade. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber vom Gang, von bei mir gerade, da knackst gerade so sehr. Was das ist, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist wieder so eine Diele. Nicht gerade die neueste. Und die krackst. Die knackst dann immer. So, hier ist ein Haufen Schei. Nein, hier ist ein Trümmerhaufen. Aber es war bestimmt mal ein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spirit Kern ganz hervorragend passen. Willst du den Spirit Kern einsetzen? Ja. Kevin setzt den Spirit Kern auf den Steinturm ein. Der Steinturm wurde wiederhergestellt. Auf dem Turm kann man die Inschrift Geweihter Turm lesen. Okay. Er wurde offenbar vor vielen, vielen Jahren erbaut. Das ist kein Turm mehr, das ist immer noch ein Stein. Nur weil ich jetzt einen Spiritkern drauf geklatscht habe, ist es jetzt ein Turm? Interessant. Also ne, wenn ihr mal einen Turm bauen wollt, dann legt einfach so einen Kern, am besten so einen Samenkern, ne, oder so einen Apfelkern, legt den einfach auf einem Steinhaufen und dann habt ihr einen Turm gebaut. Dann könnt ihr ganz freudig mal sagen bei einem Vorstellungsgespräch, wenn ihr mal als, was weiß ich, irgendwo arbeiten wollt, als Bauarbeiter oder sowas, dann könnt ihr mal sagen, ich habe mal ganz alleine einen Turm gebaut. Das kommt bestimmt sehr gut rüber. Halt, warte, Tipps für Trainer, das muss ich mir lesen. Ich bin ja noch ein verdammter Noob. Tipps für Trainer, du kannst ein Basis-Item auswählen, das du ohne Umwege verwenden kannst. Registriere es auf den Y-Knopf. Drückst du den Y-Knopf nun, kannst du es sofort einsetzen. Ach, du meinst das hier? Ja, ja, schon klar. Oh, hier wieder ein paar Bären. Schwer zu sehen, aber hier sind Bären. Himbeeren. Alter, das Geknackse nervt langsam. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wie gesagt. Aber es nervt. Vielleicht gehe ich mich beschweren. Wieder Inscreen. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe, aber ich habe es schon mal gemacht, dass ich mich Inscreen mal beschwert habe. Alles klar. Hallo, wo kommst du denn her? Und welche Art Pokémon hast du? Ich habe legendäre Pokémon. Richtig epische Viecher. Die habe ich mir vor vielen hunderten von Jahren gefangen. Damals war der Pokémon-Krieg, als die Armee der Untoten und die Armee der lebenden Pokémon aufeinander standen und sich dann bekriegt haben in einer epischen Schlacht um Leben und Tod. Okay, ich komme hier wieder vom Thema ab. Sondersensor. Was? Nur Level 14? Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Scherz, oder? Sehe ich die Zahl richtig? Level 14? Haben wir tatsächlich 9 Level mehr? Moment, ich muss meine Augen reiben. Ich kann das gar nicht glauben. Wie schwach ist das? Alter, das nervt. Das Geknackse nervt. Ja genau, dieses Geknackse. Habt ihr das gerade gehört? Was denn sowas? Und das um... fast 9 Uhr abends. Na? Bechere ich mich wieder auf. Und ihr wisst, ich kann mich sehr gut aufregen. Mann, das nervt.
Alter? Level 15. Wow, eine Steigerung um ein Level. Respekt. Langsam mag ich keine Hamster mehr. Ja, heul mich ruhig an, das ändert nichts, dass ich keine Hamster langsam mehr mag. So, mein Bonzer wird immer stärker, ich weiß wie gesagt nicht, wann es sich entwickelt. Ich lasse mich wie gesagt überraschen. Ich schätze so mit Level 30 oder so wird es sich entwickeln, aber ich kann nur raten. Hast du nur Bibizarz oder warum? Wow, wieder eine Steigerung um ein Level, Level 16, super. Jetzt knackst du wieder weiter. Super. Alles klar, Volltreffer, das sagt schon alles. Und lass mich raten, du hast noch ein Bibizarz, Level 17, oder? Wie einfallslos. Wie einfallslos. Oh, mir fällt gerade erst jetzt auf, dass sie 6 Pokémon hat. Also mir wird es erst jetzt bewusst, sag ich mal so. Kann sein, dass ich es vorhin schon erwähnt habe, vielleicht. Aber mir fällt es jetzt so bewusst auf, dass sie 6 Pokémon hat. 6 verdammte Hamster. Sie hat wohl 6 mit verdammten Hamstern. Ah! Oh, oh Gott. Okay, Level 24 wird es, hoffe ich, für meinen Bronzel. So, die Verteidigungswerte steigen immer weiter an, während die Angriffswerte und die Initiativwerte fast unverändert bleiben. Das war bis jetzt der längste Kampf in diesem LP vielleicht. Vielleicht, oder? Kann es sein? Kann sein, dass wir einen längeren Kampf hatten gegen einen stärkeren Trainer, wo wir ein bisschen taktieren mussten. Naja, aber auf jeden Fall war das die Trainerin mit den meisten Pokémon bis jetzt. Walzer, bringt nichts, mein Pokémon ist vom Typ Stahl, da kommst du mit Steinen nicht weit, weil Walzer eine Steinattacke ist, deswegen rede ich hier über Steine. Alles klar, das war's auch. Ich hoffe, wir kriegen hier eine Menge Geld. Ich meine, wir haben 6 Pokémon bisher klein gemacht. Es scheint, extravagante Leute wie du haben auch extravagante Pokémon. 240. Das ist ja fast gar nichts. Okay, jetzt hängt mein Spiel ein bisschen oder es laggt ein bisschen. Zumindest außerhalb des Kampfes. Oh, eine Entwicklung. Staravia. Ein wildes Staravia. Wollen wir gegen dieses Pokémon kämpfen? Nö, warum nicht? Ich kämpfe es einfach mal. Sondersensor, wir haben ja genug Zeit. Dann wird der Part wieder ein bisschen länger. Ich wollte mich eigentlich an eine Aufnahmezeit von ungefähr 30 Minuten immer halten, aber ich kann mich nicht danach immer... Ja, ich kann es irgendwie nicht immer halten, weil... Wenn ich meine Aufnahme bin, dann bin ich so motiviert, dass ich den Part gerne ein bisschen länger mache. Und wenn ich Parts etwas kürzer mache, dann liegt es daran, weil ich nicht so motiviert bin. Oder weil irgendwas anderes ist. Vielleicht weil ich müde bin, auch. Wie zum Beispiel in dem Part, wo wir in Flori angelangt sind. Da war ich zum Beispiel müde und hatte auch nicht so besonders Lust aufzunehmen. Deswegen war dieser Part ein bisschen kürzer. Und wenn ich motiviert bin, dann werden es lange Parts. Und heute ist Sonntag, da bin ich motiviert. Weshalb dieser Part auch wieder länger werden wird. Vielleicht so eine Dreiviertelstunde oder so, vielleicht sogar. Aber eine Stunde wird es wahrscheinlich nicht werden. Ihr seht es ja dann. Wie lang der Part ist. So, was ist hier oben? Was ist hier oben? Hier oben sind 2 Steine. Versteckte Items! Ah, okay, Regel Nummer 1, um versteckte Items zu finden. Steine sind immer eine gute Lösung, um versteckte Items zu finden. Meistens findet man sogar auf... Ja. Bei so freistehenden Steinen ein paar versteckte Items in diesem Stein drin. Wobei es mir auch schleierhaft ist, wie Steine
Ja, wie man versteckte Items in einem Stein finden kann. Verdammt, wie funktioniert denn das Rad jetzt nochmal? So vielleicht, oder? Ah, verdammt, ich muss da sehr schnell umbiegen. Ah, verdammt, ich war nicht schnell genug. Ja, ich scheiße nicht. Jetzt war ich wieder nicht schnell genug. Ich muss Gas geben, Gas geben. Verdammt, kann ich da nicht mit dem Auto fahren wie bei GTA? Und warum geht es nicht? Na scheiße, jetzt habe ich mich selber ausgebremst. Okay, nochmal. Das ist... auf dem Gameboy oder auf dem DS ist es viel leichter als auf dem Emulator. Ja, ich will da hoch. Mann, ich bremse da immer aus, wenn ich eine Kurve machen möchte. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geschafft. Und das für ein Calcium. Das war es doch wert. So, gibt es hier noch ein paar Versteckte? Nein. Gut, Calcium erhöht den Spezialangriff. Das braucht unser Bronze. Nein, Quatsch, das ist hier. Calcium, Calcium, Calcium. Ein gehaltvoller Trank, das den Spezialangriff eines Pokémons dauerhaft erhöht. So, Petersdom bekommt den Spezialangriff. Alles klar, gegen die haben wir schon gekämpft. Hier ist so ein merkwürdiger Turm, hier ist so ein merkwürdiger Typ, hier ist ein Zerschneiderbusch. Leider haben wir unser Pokémon nicht dabei, das zerschneiden kann, aber das machen wir im nächsten Part. Und hier sind weitere Trainer. Doppelkampf. Störe mich nicht, wenn ich Zeit mit Dea verbringe. Was? Oh, Dea ist ja die Frau. Was? Du willst mit mir kämpfen? Das ist okay, solange ich mit Ivan ein Team bilden darf. Ivan? Erinnert mich an Ivan. Immer wenn ich Ivan denke, muss ich an Ivan, der Seeigel aus Happy Feet, denken. Falls ihr das sehen wollt, den Ivan aus Happy Feet, dann... Ja, ich werde es euch verlinken hier rechts, ne? Könnt ihr euch das anschauen, warum ich jetzt immer an Ivan denken muss? Ivan, der Seeigel. Ziemlich lustig. Ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen für jemand anderen, der dieses Video hochgeladen hat. So, ich greife Machola mit Dingens, mit Bronzel und Mediti mit Luftstrahl. Gut, Mediti ist down. Fehlt nur noch Macholo. Geowurf. Den Schaden, den Geowurf abzieht, entspricht immer dem seines Levels. Das gegnerische Macholo hat Level 19, das heißt, unser Bronzel verliert jetzt 19 KP. Oder es hat 19 KP verloren, sagen wir es mal so. Gut, das war's. Fliegesang füllt einige KP auf. Leider kein Level-Up für eins unserer Pokémon, aber man kann ja nicht alles haben. Gut, wir sind jetzt in Trostdew angelangt. Oh Gott, so viele Bären. Ich glaube, die ernte ich gleich, bevor sie eingehen. Felsenbären. So, Bären sollte man immer sofort ernten, nachdem man sie gefunden hat, weil die können eingehen und das ist nicht gut, wenn die eingehen. Denn dann verliert man vielleicht sogar ein paar Bären, die man dann nicht wieder bekommen kann im Spiel, außer durch Linktausch. Und das ist äußerst mühselig, sich die Bären durch Linktausch zu ergattern. Alles klar, gut. Sind hier noch ein paar Bären? Ich kontrolliere mal mein Bärenradar. Na, hier sind keine Bären mehr. Okay. Gut, die Start erkunden wir im nächsten Part. Jetzt nehme ich zunächst noch ein Pokémon mit, das zerschneiden kann und hole mir dieses Item, was unten ist. Und dann schauen wir uns im nächsten Part die Stadt an und machen diesen Turm gleich. Oder machen wir zuerst diesen Turm? Ich glaube, wir machen zunächst diesen Turm. Zuerst, also zuerst diesen Turm, meine ich, ne? Verdammt, Sprachprobleme. So, Macholo lassen wir da. Du kommst hier in diese Box rein. Gut, wie weit dauert es ein noch, bis es schlüpft? Was aber schlüpfen wird, das wird wohl noch lange dauern. Oh Gott, das wird ein sehr seltenes Pokémon, weil je länger
das Ei braucht, um auszuschlüpfen, desto seltener ist das Pokémon. Bei der Vorentwicklung von Ramot aus der fünften Generation, Ignivor heißt dieses Pokémon, soweit ich weiß, da dauert es ewig, bis es ausschlüpft. Da muss man so, boah, ich weiß nicht wie viele Schritte, so 7000 Schritte oder so laufen. Kann ich nur raten, ich kann es nicht sicher sagen. Aber 7000 Schritte ist, glaube ich, eine gute Annäherung. Gut, dann... Hier, dieser Zerschneiderbusch. Der Baum sieht aus, ob er zerschneidet werden könnte. Ja, ich hoffe, es ist ein gutes Item. Eine TM wäre ganz nice. Auf TMs freue ich mich immer. Selbst wenn ich die TM nicht brauche. Auf TMs freue ich mich immer. Stahlflügel ist eine gute TM. Könnte ich meinem Kampffalken beibringen, theoretisch. Na gut, ich beende jetzt den Part hier an dieser Stelle. Und dann schauen wir uns den nächsten Part an, was hier in diesem Turm ist. Und ich gehe mich jetzt noch ins Kriegen beschweren. Also, bis gleich. Was knackst denn da die ganze Zeit so? Achso, ihr packert den Stuhl fest. Sie tackern den Stuhl fest. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan KP. Ciao.